Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde, das müsste Part Nummer 4 sein, zu Children of Silentown. Wir gehen weiter in das Point-and-Click hinein und schauen, was Lucy so als nächstes macht, nachdem ihre Mutter verschwunden ist und sie jetzt nur noch den Vater hat. So, wir sind gerade frisch aus dem Haus gegangen, haben Olivia hinter uns gelassen, die da noch so ein bisschen rumlölt und irgendwas uns verschweigt. Sie weiß irgendetwas. Das ist, ja, gute Frage. Also, wir haben ein paar Dinge im Inventar. Wir haben von Papa noch eine Puppe bekommen für die moralische Unterstützung wahrscheinlich. Wir haben Kekse. Wir haben Notizen. Das heißt, was haben wir vor? Wir möchten mit den Notizen auf kriminalistische Art und Weise herausfinden, was hier überhaupt los ist. So, was haben wir sonst noch? Wir haben hier so ein paar Dinge. Wir haben ein Lied freigeschaltet, mit dem wir in die Köpfe der Leute gucken können. Und so schauen, was sie halt so wirklich denken. Ja, und das war's im Prinzip. Wir gehen jetzt mal ein bisschen hier durch. Aber ich glaube, das sind alles... alles so Dinge, die wir schon... ja, kennen. So, wir haben ein paar Bretter. Aber das kennen wir alles schon. Das ist eine Werkbank natürlich. Was hat es mit diesem Hut auf sich? Wuff. Okay, wenn du nicht willst, nehme ich ihn dir auch nicht weg. Der Tischler muss ihn verloren haben. Ist der Hund Kekse? Weiß man das? Nee, tut er nicht. Okay. Gut, dann haben wir jetzt hier ein Bild, ein Suchbild von ihrer Mutter. Ich würde gern wissen, was passiert ist. Ja, das würden wir gerne wissen, das ist richtig. So, okay. Also, wir haben hier den alten Boy, der von uns einen Sandwich bekommen hat. Wir können immer noch Böng machen. Das wird definitiv nie langweilig. Wir haben hier weiterhin Schrott. Und er ist hier einfach am Machen. Hallo, wie geht es dir? Ich halte mich fit durch harte Arbeit. Reparierst du die Rohre? Oh, ho, ho, das tue ich wohl. Ich war mal ein Klempner, weißt du? Ich konnte mir diese alten Rohre nicht anschauen, ohne mich schuldig zu fühlen. Das ist toll. Wir haben schon lange kein Wasser mehr aus der Pumpe holen können. Ja, mach dir keine Sorgen, Kleines. Wenn ich hier fertig bin, bekommst du so viel Wasser, wie du nur willst. Super. Dann noch viel Spaß damit. Danke, Kindchen. So, ich glaube, sonst können wir nichts mehr machen. Hier ist immer noch die Hundehütte. Und sonst geben wir jetzt einfach... Warte, stopp mal. Was wir machen können ist... Jetzt schauen wir mal, was er sonst noch... Kann ich das irgendwie machen? Ja. Mal gucken, was er so denkt. Das vergesse ich sowieso die ganze Zeit. Er denkt an seine Mütze, die auf seinem Kopf ist. Was für eine Schande. Sieht aus, als würde es länger dauern, als ich dachte. Ich bin froh, dass ich meinen Hut trage, oder die Sonne würde mir auf dem Kopf brennen. Ich habe dich noch nie mit diesem Hut gesehen. Er steht dir. Haha, das tut er wohl, nicht wahr? Das war ein Geschenk meines Vaters, als ich nicht viel größer war, als du es jetzt bist. Was ist dann passiert? Ist er im Wald verschwunden? Na, manchmal sterben die Leute auch ganz einfach am Alter, weißt du? Ach ja, ich verstehe. Auch? Auch. Habe ich nicht verstanden. Okay. Wir gehen auf den Marktplatz. Mal schauen, was wir hier haben. Wir haben hier wieder unsere Vögel, die jetzt wegfliegen. Flap, flap. So, wir haben unsere Schilder hier. Die kennen wir schon. Da oben haben wir im Fenster jemanden. Da oben. Wer ist das genau? Sunnys Mutter ist die ganze Zeit in ihrer Küche und backt Süßes. Ich bekomme sie fast nie zu Gesicht. Man sagt, dass sie einem Kekse gibt, wenn man sie auf der Straße trifft. Sie ist so nett. Aber Sunny muss ihr oft helfen. Das ist übrigens Sunny. So, wir gucken mal hier auf die Wand, ob irgendwas Neues gibt. Mamas Poster hängt hier jetzt auch. Ja, das wissen wir. Okay, dann reden wir mal mit Sunny. Hi, Sunny. Hi, Lucy. Wenn du nach dem anderen suchst, die spielen alle bei der Bank. Und was machst du? Mama hat mich darum gebeten, die Pflanzen zu schneiden. Sie wachsen unheimlich schnell. Ah, und macht das Spaß? Naja, die kleinen Blätter nerven, aber bei den großen hat man wirklich das Gefühl, voranzukommen. Es gibt Schlimmeres. Okay, das stimmt nicht. Es ist wirklich langweilig, aber du weißt ja, wie Mama ist. Erst die Pflicht und dann noch mehr Pflichten. Was machst du hier? Ich stecke mitten in einer Ermittlung. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Na klar. Wie du weißt, ist meine Mutter... Ich hab's gehört, das tut mir wirklich leid. Wie geht es dir? Naja, es ging mir schon mal besser.
niemand aus meiner Familie ist jemals verschwunden. Also mag ich mir gar nicht vorstellen, wie du dich im Moment fühlen musst. Aber wenn du eine Freundin brauchst, weißt du, wo du mich finden kannst? Danke, Sunny. Und Lucy, ja, ich weiß, dass du mutig bist, aber bitte geh nicht im Wald nach ihr suchen. Ich meine es ernst. Ich möchte nicht, dass meine beste Freundin von Monstern verschleppt wird. Sunny, du bist hier diejenige, die verantwortungsbewusst ist, nicht ich. Lucy. Das ist nur ein Scherz, keine Sorge. Ich gehe nirgendwo hin. Ich möchte nur mehr über die vermissten Leute herausfinden. Ich weiß, ich verstehe schon. Die Erwachsenen erzählen uns nichts. Die Erwachsenen erzählen uns nicht alles, stand da. Das ist dir auch aufgefallen? Ja, aber ich bin mir sicher, dass sie einen guten Grund dafür haben. Sie möchten nicht, dass wir uns Sorgen machen. Und dasselbe gilt auch für mich. Ich will mir keine Sorgen um dich machen müssen. Keine Angst. Was weißt du über die Monster? Naja, sie leben im Wald. Nachts brüllen sie und entführen Leute. Ja, aber wie sehen sie aus? Naja, ich stelle sie mir hässlich vor, mit einer Menge Augen und dickem schwarzen Fell. Ich glaube, ich habe eins gesehen. Weißt du, in der Nacht, als meine Mutter... Wirklich? Hattest du Angst? Es war nur für einen Augenblick. Ich bin sofort weggerannt. Ich kann mich noch an seine weiße Gestalt und sein Brüllen erinnern. Das muss schrecklich gewesen sein. Weißt du, du bist die Einzige, der ich davon erzählt habe. Oh, Lucy, du solltest das für dich behalten. Solche Geschichten regen die Erwachsenen nur auf. Ich weiß nicht, was sie davon halten würden. Sie sind aber diejenigen, die uns von den Monstern erzählt haben. Und wenn sie glauben, dass es da war, um dich zu holen? Das glaube ich nicht. Es ist mir nicht gefolgt. Stell dir mal ihre Reaktion vor. Ich traue den anderen auch nicht. Wir haben alle zu große Angst. Ich wollte den anderen nichts davon erzählen, nur dir. Na gut, Lucy, sei vorsichtig. Warst du schon mal im Wald? Natürlich nicht. Meine Eltern werden schon wütend, wenn ich zu spät zum Abendessen komme. Ich mag mir nicht einmal vorstellen, was sie tun würden, wenn ich in den Wald gehe. Ich war auch noch nie dort. Der Einzige, der dort hingehen darf, ist der Tischler. Du könntest ihn fragen, aber... Erwachsenen diese Frage zu stellen, ist keine sonderlich gute Idee. Sie reden nicht gerne darüber. Schon verstanden, danke. Bis später. Ja, das war jetzt aber irgendwie viel Dialog für nicht so viel Information. Wir sollen also nicht sagen, dass wir diese Viecher gesehen haben. Hier ist nochmal der Brunnen, aber den kennen wir. Könnte ich hier eigentlich noch was machen irgendwo? Wir könnten bei ihr nochmal horchen, was sie so denkt noch. So, wir haben die Kinder beim Ball spielen und das war's. Ich versuche mal, die Mutter da oben zu erreichen, aber ich glaube, sie ist zu weit oben dafür, ne? Ne, geht nicht. Okay, so, was haben wir sonst noch? Was ist denn das für ein Typ? Das kleine Mädchen. Entschuldigung, darf ich... Rum. Mal kurz den Joker. Was gibt's da zu murmeln, kleines Mädchen? Geh woanders spielen. Möchtest du einen Keks? Nee. Möchtest du eine Puppe? Nee. Okay. So, da war vorher der Bauer und hat geangelt. Jetzt haben wir hier sie mit rotem irgendwas am Kopf. Und du bist? Lucy. Ah ja, Eloises Tochter. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Fragen. Ihr Kinder solltet spielen und herumalbern. Fragen sind nur für Erwachsene, Liebes. Ich weiß, dass der Wald gefährlich ist und ich würde ihn niemals betreten. Aber ich habe mich gefragt, wie es wirklich darin aussieht. Meine Güte, ist es das, woran Kinder heute so denken? Ich dachte nur, dass ich sicherer bin, wenn ich besser Bescheid weiß. Kleines Mädchen, an solche Dinge solltest du keine Gedanken verschwenden. Befolge einfach die Regeln und alles ist gut. Ich wohne schon mein ganzes Leben hier. Die Dinge waren immer schon so. Und mehr brauchst du darüber auch nicht wissen. Weißt du, wie die Monster wirklich aussehen? Hast du jemals eines von ihnen zu Gesicht bekommen? Junge Dame, über so etwas redet man nicht. Aber ich möchte mehr darüber wissen. Die Monster haben meine Mutter entführt. Und... Ah, natürlich, ich kann dich durchaus verstehen. Aber so geht das nicht, mein Kind. Du kannst nicht einfach so herumlaufen und alle mit den Fragen löchern.
Du bist nicht die Einzige, die jemanden verloren hat, Liebes. Ist es dir etwa auch passiert? Siehst du, genau diese Art von Frage sollst du niemandem stellen. Entschuldige. Merke es dir gut, Kindchen. Die Regeln beschützen uns. Diejenigen, die sie nicht respektieren, verschwinden. Für immer. Du wirst es schon noch akzeptieren. Wenn jemand verschwindet, ist es immer die Schuld des Verschwundenen. Ja, lern doch mal sprechen. Selbst. Das stimmt nicht. Mama hat nie irgendetwas Falsches getan. Närrisches Mädchen, sei leise. Ha, an dir verschwende ich nur meine Zeit. Weißt du was? Ist egal. Geh weg. Gucken wir hier nochmal rein in den Kopf. So, wir haben eine große Party. Wir haben größer werdende Leute. Wir haben eine Person ganz alleine. Sie hat also relativ viele Leute verloren. Das beruhigende Geräusch von fließendem Wasser. Diesen Fluss gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Ich bin froh, dass die Stadt nach all den Jahren noch immer existiert, genauso wie sie es früher schon getan hat. Aber die Leute sind nicht mehr hier. Wie meinst du das? Ich habe in all den Jahren viele Gesichter kommen und gehen sehen. Oh, warum hängen wir Vermisstenposter auf, wenn niemand nach den Vermissten sucht? Nein, nein, die Poster hängen hier nur, damit wir wissen, wer verschwunden ist und nicht etwa, um nach jemandem zu suchen. Aber hat es jemals irgendjemand versucht? Nur Narren tun das und stets bekommen sie das, was sie verdienen. Die Monster erwarten sie und sie kehren nie wieder zurück nach Hause. Ja, das ist ja super. Klasse. Von wegen, die Schilder nutzen wir für irgendwas Sinnvolles. Okay, so, jetzt haben wir hier die, Dann ist halt die Obstfrau. Das ist Olivias Obstgarten, ja, die Obstfrau. So, hier haben wir sonst nichts außer die Tür. Verschlossen. Olivia muss immer noch bei mir zu Hause warten. Ja, gut, die wartet doch noch, bis Vater kommt. Okay. So, den Typen da hinten, den können wir nicht überzeugen irgendwie. Dann gehen wir nochmal zum Bäcker. Ich glaube, da war nicht so viel. Das können wir dann direkt mal abhaken. Ach, guck mal, wer steht denn hier? Da können wir nicht reingucken. Das ist wahrscheinlich zu. Genau. So, was ist denn mit dir? Stopp, halt! Musst du immer noch Wache schieben, Silver? Na klar, das ist meine Spezialität. Bist du schon wieder aus dem Spiel geflogen? Ja, darin bin ich auch wirklich gut. Wie auch immer. Ich muss hier bleiben, also kommst du nicht vorbei. Was ist denn mit Keksen? Nee. Okay, die machen also irgendein Zeug da. Was mit der Puppe? Die gebe ich dir hier. Also zum Vater. Also bitte. Wir haben jetzt immer noch unser Stroh. Okay, wir sind keine Ziege, haben wir festgestellt. Das heißt, hier können wir auch nicht viel. Doch, können wir. Ich habe wieder vergessen, wir haben ja unsere Special-Fähigkeit. Vielleicht finden wir jetzt auch heraus, was er gerne hätte. Ein Keksteig? Ah, wir haben jetzt so eine gebrochene Erinnerung mal wieder. Okay, wir müssen durch alle einmal durch, haben wir gesagt. Und wir müssen von oben hier rein. Das heißt ja logischerweise, dass wir hier nicht anfangen können. Ist doch irgendwie klar, oder nicht? So, das heißt... Und wir müssen hier rein als letztes. Also gehen wir... Wie gehen wir denn? Dann gehen wir hoch, runter und dann da rein. Das heißt, wir gehen hier lang als nächstes. Wir müssen durch all diese Löcher durch. Das ist schon eine Nummer gerade. Also wir müssen auf jeden Fall hier hoch, dann da rein. So und so, würde ich sagen. Nee, wir müssen hoch hier rein. So. Okay, das heißt, das ist der vorletzte. Hier müssen wir lang. Dann vorher müssen wir diese beiden klären. Heißt, wenn ich jetzt hier rausgehe. So. Ich probiere es einfach mal. Also, der geht hier hin. Also so, 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 so. Nee. Das war ja schon Käse. Ich muss ja hier durch. Das heißt, ich fange mit dem an, oder was? Nee. Wenn ich hier so durchgehe. So, so, so.
So, das haben wir ja schon gesagt, das müssen wir machen, ne? Okay. Also, wie war das nochmal? Dann gehen wir hier durch. So und so. Das heißt, wir können gar nicht hier anfangen. Wir müssen hier anfangen, tatsächlich. Hier drauf. Da können wir nicht hin. Das müssen wir am Ende machen. Da kommen wir am Ende hin. Das heißt, wir müssen theoretisch hier lang. Auch nicht. Nee. Das passt noch nicht so ganz. Das passt alles noch nicht so wirklich. Weil wenn ich das jetzt so mache... Ja, also... Das wird so nichts. Danach müsst ihr ja hier schon hier rein. Das ist also auch Käse. Okay, jetzt bin ich langsam überfordert. Wir könnten natürlich... Genau, und hier muss dann das Ende sein. Also so zum Beispiel oder so. Das heißt, wir müssen doch hier anfangen. Also so dadurch. Das ist ja Käse. Das heißt, wir müssen von da nach da definitiv. Und dann so nach oben. Also wir müssen auf jeden Fall im Uhrzeigersinn einmal rum. Und dann von dem aus hier rein. Okay, das heißt... So. Nee, geht auch nicht. So müssen wir. Das heißt, hier kommen wir raus. Heißt... Alter, wie machen wir das denn jetzt? Ich muss ja hier hin. Das geht ja schon nicht. Ich muss ja hier irgendwo raus. Und das könnte ich ja hier theoretisch so machen, ne? So, 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 so und dann wäre ich hier drin. Aber dann ist der natürlich auch im Weg, ne? So ist es ja... Wie muss denn das Ende sein? Ich muss von hier reinkommen. Das ist ja offensichtlich. Ich könnte so da rein oder ich könnte so da rein. Wenn ich hier lang gehe... Ne, tun wir so, als würde ich hier lang gehen. Dann würde ich doch hier... das Ende haben. Das heißt, ich könnte auch hier tatsächlich anfangen. Aber nee, da komme ich wieder nicht rein. Ich muss... Nee, das ist der letzte Ding. Ich muss von da nach da hier rein. Das heißt, dieser Schritt muss so sein. Aber ich könnte ja auch von hier da hoch, ne? Das heißt, ich bin dann da. Da. Ja. So. Warum denke ich denn so lange drüber nach? Okay, das hat funktioniert. Hat nur lange gedauert. Wir haben eine Bäckererinnerung. Er hat also vorher an den Teig gedacht und jetzt kommt die Bäckererinnerung. Ja. Das Ofenbrot. Er guckt es ganz genau an. Dann hol das Ding mal aus dem Bäcker. Weiß es? Aus dem Ofen. Dummer Black. Warum muss er alle immer so herumkommandieren? Hä? Was meinst du? Er wollte mir eins auswischen, weil du mich mit Süßen bestochen hast. Er hat mir ein wertvolles Geschenk gestohlen und es versteckt. Hm, ja, das sieht ihm ähnlich. Ich kann nicht mal danach suchen, das ist unfair. Wie wäre es, wenn ich es für dich finde? Würdest du mich dann vorbeilassen? Ich weiß nicht. Weißt du was? Black hat meine Loyalität gar nicht verdient. Wenn du mein Geschenk für mich findest, kannst du jederzeit vorbei. Abgemacht. Sehr gut, also wir suchen jetzt etwas, was versteckt wurde. Okay. Hier unten waren wir schon. Wir könnten jetzt noch hier oben zurückgehen. Wir könnten noch in den Wald gehen. Und wir könnten hier nochmal hinten in die Scheune reingehen. Beziehungsweise... Ah ne, hier ist es offen. Guck mal. Aber wir gehen jetzt vorher einmal hier oben rein. Da könnte ich nochmal reinkriechen. Wir gehen jetzt aber nochmal in den Hinterhof. Guck mal, wer haben wir denn da? Die Flöte. Da kriegen wir bestimmt einen Ton. So, da hinten haben wir so eine Harke. Wir haben hier wieder Strohzeug und... Das habe ich beim letzten Mal schon gesehen. Wir haben hier so eine Dartscheibe. Dieses Spiel ist nur für Erwachsene. Sie vertrauen unserer Zielgenauigkeit mit den Dartpfeilen nicht. Aber mit einer Schleuder und seinen Steinen spielen, das ist kein Problem. Who knows? Man weiß es nicht. Was haben wir da? Schmutziges Werkzeug voller Spinnweben. Mehr möchte ich darüber gar nicht wissen. Dann haben wir noch so ein paar Hühner. Ich schätze mal, dass die Hühner sich bei Dunkelheit dorthin zurückziehen. Okay. Könnte theoretisch... Ah, hier ist noch so ein Schubkarren.
In einer Stadt wie dieser sind mehr davon immer willkommen. Er ist leer. Er ist leer, sagt die auch noch. Okay, dann nehmen wir jetzt mal diese Harke. Das könnte nützlich sein. Du hast eine Harke gefunden. So. Ist jetzt irgendwo benutzen? An ihr oder so? Nee. Wofür könnte ich die Harke benutzen? Ist hier irgendwo? Nee. Okay, wir reden mal mit der jungen Frau, die hier gerade am Pfeifen ist. Und kriegen hoffentlich noch einen Ton. Das ist Mamas Lied. Woher kennst du es? Oh, was ist los, Lucy? Möchtest du mich etwas fragen? Ja, natürlich das Lied. Ich kenne dieses Lied. Oh. Na und? Warum singst du es? Weil ich es schon vor deiner Mutter gesungen habe. was meinst du? Wer glaubst du, hat es ihr beigebracht? Ich natürlich. Das glaube ich dir nicht. Jeder sagt, dass du verrückt bist und sie hat mir nie von dir erzählt. Nun, natürlich kennt mich deine Mutter nicht. Ich bin nur eine alte, verrückte Dame und Gesang ist nur für alberne Leute. Singen ist nicht albern. Na dann, würdest du gerne wissen, wie das Lied weitergeht? Ja. Hör gut zu. Das ist auch so ein komplexes Ding, ne? So, wir haben jetzt eine Note gefunden und das könnte einen der Songs wieder komplett machen. Ja, tatsächlich. Damit haben wir einen Song komplett, glaube ich. Du bist ein vielversprechendes kleines Mädchen, Lucy. Oh je, es ist bald soweit. Hä? Wofür? Ah, doch nicht. Meine Uhr ist kaputt. Ach, schwierig. Übrigens, die Monster. Hast du jemals die Monster zu Gesicht bekommen? Yep, natürlich. Ständig. Wirklich? An das letzte von ihnen kann ich mich noch gut erinnern. Ein tobender Bauer war's, der seine Hühner angeschrien hat. Ein furchteinflößendes, du weißt schon, was da steht. Ah, ich verstehe, diese Art von Monster. Für mich sind das die wahren Monster. Weißt du irgendetwas über den Wald? Naja, das ist ein Ort voller Bäume. Welchen Wald meinst du? Es gibt nur eine Art von Wald, der, in dem Leute verschwinden. Oh, dieser Wald, natürlich, sicher. So muss der Wald auf dich wirken. Du bist so jung. Warum war er früher anders? Die Leute reden nicht darüber. Warum sollten sie auch über eine Zeit reden, in der die Dinge besser waren, wo sie nun stets die Gegenwart fürchten? Oh. Logische Anschlussfrage? Du hast erwähnt, dass der Wald früher anders war. Kannst du mir die ganze Geschichte erzählen? Natürlich, mein Kind. Früher wurde der Wald von vielen glücklichen Vögeln bewohnt. Aber eines schrecklichen Tages entschied der König des Waldes, nur diejenigen Vögel bei sich zu behalten, die am besten zwitscherten. Hä? Es kam zum Streit und... Warte, was ist dann passiert? Ich weiß nicht, wovon redest du? Oh, ja, vielleicht wurden sie alle von den Monstern verschlungen. Ende. Nee. Ah, ja, okay, ich verstehe. Sie macht sich die ganze Zeit lang über mich lustig. Gibt es sonst noch etwas, das du wissen möchtest, Liebes? Nö. Ich werde gehen. Wir haben ein neues Lied gelernt. So, jetzt bin ich gespannt, was das ist. Das Lied der verrückten Frau. Hinter einigen Gegenständen können sich geliebte Erinnerungen verbergen. Ah. Dieses Lied kann Leuten dabei helfen, diese Erinnerungen zu offenbaren. Ach, krass. Okay. Wende es auf dem Hüpfspielplatz an. Ach du meine Güte, was haben wir denn jetzt? Drehe die Felder, um einen Pfad zu erschaffen und das Labyrinth zu durchqueren. Benutze diesen Griff, um das Feld am Anfang zu drehen. Verstehe, glaube ich. Verbinde es mit Hilfe von Zahnrädern mit den anderen Feldern und drehe sie gleichzeitig. Oh, bilde einen Pfad bis zum Ausgang. Okay. Gut. Also, wir haben hier eine Kreuzung, die sich theoretisch hier in beide Richtungen bewegen kann. Also theoretisch müssten wir nur dieses Feld hier drehen, richtig? Wie drehe ich das denn? Hallo? Also theoretisch so. Aber ich kann das nicht drehen. Ach, ich muss hier oben drauf drücken. Ich bin aber nur dumm. Okay, das heißt, wir setzen die jetzt einfach mal ein. Nehmen sie jetzt raus.
Nee, ich bin dumm. Es muss von unten kommen. Okay, das heißt, wir gehen. Der gelbe Weg ist auch der aktiv ist, richtig? Das heißt, wir müssen das hier mitdrehen. Wir drehen also das so. Und das war's. Ja. Sehr gut. Die Zeit wird zurückgedreht. Das wird ja wohl sie sein, wenn man sich die Frisur anguckt und die Farbe und so. Wenn sie singt, scheint es ihr besser zu gehen. Jetzt scheint sie doch nicht zu sein. Das heißt, wir können jetzt immer gucken, ob wir irgendwelche Gegenstände auch noch was entlocken können. Na gut, okay. Ja, tschüss, ne? Hier gehen wir auch nochmal rein, kurz. Oh, Katze? Huch, der Mehlsack hat sich gerade bewegt. Katze! Wer ist da? Ja. Nee, das scheinbar nicht. Ah. Ob ich das darauf anwenden kann. Ach, wieder. Okay, das sind immer die gleichen Dinger, ja? Warum habe ich davon 5 Stück? Ich brauche doch theoretisch nur 1, 2, 3, 4, um alle zu bewegen. Aber gut. Ich weiß es nicht. Ich habe 2 Ausgänge. Oh, shit. Okay, das ist ja schon mal klar, dass wir das drehen. Ist ja fast fertig. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier drauf und drehe das einmal so. Das dreht sich wieder zurück. Was ist das? Ah, okay. Ich verstehe. Ja, okay. So, wenn ich jetzt den hier nehme, dreht sich das mit. Okay. Aber die drehen sich immer an den Anfang, deswegen brauche ich auch so viele. Okay. Na gut. Wenn ich den drehe, dann drehen sie sich alle mit. Okay, 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 okay. Oder welche drehen sich gerade? Die drehen sich alle, ne? Wenn ich jetzt den hier nehme und den hier nehme. So, dann nehme ich den wieder raus. Ne, dann bleibt der so. Ach, shit. Also so. Und so. Jetzt habe ich den nicht mehr, aber den auch nicht. Den habe ich ja generell noch gar nicht, wirklich. Das heißt, ich muss tatsächlich in einer gewissen Reihenfolge. Okay, das ist eine coole Sache eigentlich. Die Zahnräder muss ich nicht einfach alle reintun und fertig und hoffen, dass es immer klappt, sondern ich muss sie in einer festen Reihenfolge reintun. So, wir haben jetzt das Ding hier. Wenn ich jetzt hier drauf gehe. Nee, ich mach mal hier einen Joker. Mach das mal so. Achso, der ist noch da drin, der ist dumm. So zum Beispiel, aber das hilft nichts. Okay. So, finde ich. So wollen wir es ja theoretisch haben. Das heißt, ich muss den rausnehmen. Einmal drehen und den reinnehmen. Guck mal, das war schon mal gar nicht schlecht. Jetzt brauchen wir nur noch den hier. Und das dreht sich dann wieder zurück. Das muss ich zweimal drehen. Das heißt, was wir machen ist, wir gehen hier drauf. Drehen das einmal. Gehen hier drauf und hier drauf. Dann haben wir es. Sehr schön. Okay, verstehe ich. So, zeige mir die Vergangenheit dieses Mehlsacks an. Ach was. Was ist mit ihm? Ah, du hast mich gefunden. Oh, du bist es nur, Lucy. Was machst du hier? Du hast gar nicht Verstecken gespielt. Jetzt werden sie mich finden. Die anderen spielen gar nicht mehr. Sie sind bei der Bank und machen irgendwas anderes. Oh. Davon haben sie mir gar nichts gesagt. Naja, willst du mit mir spielen, Lucy? Nicht wirklich. Hast du Lust, ein wenig zu reden? Na klar. Und dann hat Olivia mir all diese seltsamen Dinge über Monster erzählt. Das hat mir Angst eingejagt, also bin ich gegangen.
Ja, Erwachsene machen sowas ständig. Ich versuche herauszufinden, was ich kann. Mir hat man mal erzählt, dass die Monster meinen Onkel entführt haben, weil er zu laut geredet hat. Er hat mich immer zum Lachen gebracht. Ich war gerne bei ihm. Ich möchte herausfinden, was mit denjenigen passiert, die verschwinden. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Klar. Weißt du, wie dein Onkel verschwunden ist? Er hat Verstecken mit mir gespielt. Das ist mein Lieblingsspiel. Er war mit den Verstecken dran, aber ich konnte ihn einfach nicht finden. Ich habe die Erwachsenen um Hilfe gebeten, aber sie konnten ihn auch nicht finden. Sie haben gesagt, dass er sich vielleicht im Wald versteckt und sich verlaufen hat. Hast du jemals nach ihm gesucht? Bist du verrückt? Weißt du denn nicht, dass das verboten ist? Die Monster würden mich auch entführen. Okay, danke. Bis später. Klar, tschüss. Okay. Eine Werkzeugkiste. Sie muss dem Bauern gehören. Verschlossen. Typisch. Können wir die irgendwie aufmachen mit der Harke oder so? Nee. Das sieht wie ein Essensvorrat. Okay, das kennen wir schon. Okay. Moment, warte mal. Ich könnte ja noch einmal hier durchs Fenster gucken. Nee, kann ich nicht mehr. Okay. Ja, tschüss, ne? Willst du einen Keks? Nee, möchte keinen Keks. Das ist aber auch eine sehr, sehr textfokussierte Folge, ne? Aber gut, das ist bei einem Adventure irgendwie, ja, wie sag ich das jetzt? Zu erwarten. Okay, das ist jetzt ein neues Gebiet. Wir haben jetzt endlich mal den Bauern hier. Und was ist da denn bitte los? Hallo Häschen! In diesem Käfig zu stecken macht bestimmt viel Spaß, oder? Hallo? Sag mal nett. Ein Heim für Honigbienen. Sie können genauso stechen wie ihre wilden Verwandten auch. Bei einer von Reds Mutproben musste man seine Hand in das Loch stecken. Natürlich habe ich das nie getan. Klar! Wir durchsuchen den Bienenstock. Na, finde ich jetzt das Ding sie, was der andere da verloren hat. Oh, es gibt keine Bienen. Aber ich habe einen Schlüssel gefunden. Du hast einen rostigen Schlüssel gefunden. Wofür ist der denn? Etliche Baumaterialien. Ich glaube, der Bauer benutzt sie zum Ausbessern von Ställen. Okay. Runter von meinem Feld. Komm ja nicht näher oder du ruinierst mir die ganze Ernte. Eine wahre Freude, wie immer. So, dann reden wir jetzt nochmal mit ihm. Was hast du hier zu suchen, kleines Mädchen? Das ist mein Feld und kein Spielplatz. Gehe jemand anderem auf die Nerven. Dieser alte Griesgram. Und ständig beschwert er sich über unsere Streiche. Dabei hat er sie verdient. Entschuldigung, ich kann dich etwas fragen? Ich bin beschäftigt. Warst du schon mal im Wald? Was? Wo hast du das gehört? Nirgends, es ist nur eine Frage. Lächerlich. Jeder weiß, dass es töricht ist, den Wald zu betreten. Sag mir, mache ich auf dich etwa einen törichten Eindruck? Aber ich meinte doch nicht, die Jugend heutzutage. Ich möchte alles über die verschwundenen Leute herausfinden. Weißt du irgendwas darüber? Was gibt es da schon zu wissen? Die haben sich nicht an die Regeln gehalten. Dein Vater hat dir das schon unzählige Male erklärt, also glaube ja nicht, dass ich nicht weiß, was du hier veranstaltest. Wie bitte? Du bist hier auf Geheiß deiner überheblichen Freunde. Du hoffst darauf, dass ich als nächstes verschwinde, nicht wahr? Es tut mir ja wirklich leid, aber das wird niemals passieren. Ich weiß sehr wohl, wie ich hier zu leben habe. Mit Sicherheit nicht wie irgendwelche Kinder, die Leute bei der Arbeit behelligen. Mach nur so weiter und sie holen dich auch noch. Das wirst du schon sehen. Aber ich habe nichts Falsches gesagt. Ich kenne deinen Vater schon seit einer Ewigkeit und seinetwillen will ich dir mal was sagen. Benimm dich gefälligst, junge Dame. Okay, chill mal, Typ, ein bisschen vielleicht. Hast du schon mal ein Monster gesehen? Nein, nein, so geht das nicht. Die Monster sind diejenigen, die uns beobachten und entscheiden, wer von uns als nächstes dran ist. Leute, die ihre Stimme zu sehr erheben, die laut sind, das sind diejenigen, auf die sie es abgesehen haben. Die Regeln sind also simpel. Sei still. Alter Vater, ey, ich muss jetzt definitiv sowas von gehen. Hallo. Ja, ist doch gut, ey. Meine Güte, können wir dem irgendwas geben? Eine Hake vielleicht? Nee. Können wir die irgendwo benutzen? An ihm?
Auch nicht. Okay, dann können wir also hier erstmal nicht mehr weiter. So, okay, was haben wir noch? Wir haben oben den Wald. Haben wir irgendwo eine abgeschlossene Tür? Ja, beim Bäcker. Beim Bäcker haben wir eine abgeschlossene Tür. Hallo, naja. So. Nee. Das wollen wir wohl nicht. Gut, dann gehen wir jetzt mal, würde ich sagen, noch den Weg zum Wald hoch. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier noch überall nichts. Und hier fängt der Wald halt an, ne? Wenn ich in den Wald schaue, fühle ich mich immer ganz sonderbar und das macht mir Angst. Der Wald sieht bei Tag nicht sonderlich gruselig aus. Der Tischler geht jeden Tag dorthin, um Bäume zu fällen. Andererseits, naja. Okay, das war jetzt mal eine sehr dialogreiche Folge. Aber wir lassen es mal dabei. So ein bisschen Story voranbringen kann man ja auch mal machen. Ja gut. Dann schauen wir mal das nächste Mal, wie es weitergeht. Kann ich da irgendwas geben irgendwie? Kekse vielleicht? Warte mal, Moment. Wir können noch eine Sache machen. Finde ich. Und zwar gehen wir nochmal hier zum Bauernhof hoch und gucken ihm nochmal in den Kopf. Beziehungsweise, wir gucken mal, ob wir hier noch irgendwas haben. Ne, haben wir nicht. Dann gucken wir nochmal in den Kopf zum Abschluss. Dann haben wir das auch fertig. So, wir haben eine Art von Kind, das irgendwie Obst isst. Er ist so herzlich unkreativ irgendwie. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Da haben wir was, guck mal. Ihn da können wir nicht angucken. Nee, haben wir nicht. Ich gehe jetzt noch einmal kurz rum und schau mal, ob ich hier noch... Die hatten wir schon, ne? Ja. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir nichts, was wir irgendwie anklicken können. Nee, das ist abgeschlossen. Okay, dann gucken wir mal, ob wir das aufmachen können hier. Nee, können wir nicht. Okay. So, Olivia ist immer noch bei uns zu Hause, deswegen würde ich fast sagen, dass wir da noch hingehen und dann beenden. Vielleicht können wir da noch irgendwas ausrichten fürs Ende so, kurz vor... Ja, du weißt schon. Okay. Hier haben wir nichts. Da haben wir was, einen Hut. Den können wir nochmal anklicken. Komm, das machen wir nochmal. Ach ja, gut. Ja, das könnte jetzt wieder ein bisschen dauern. Also wir haben ein Ende und einen Anfang. Das Ding muss sich logischerweise drehen. So, dann. Das muss ja theoretisch mindestens so sein. Das heißt, wenn wir das mitdrehen... Das muss ja sich dreimal drehen. Das, wenn ich so mache, so. Zack, 1, 2, 3. Dann haben wir das schon mal nach oben gepackt. Und dann muss was passieren? Ich muss theoretisch hier noch mit rein. Und zwar 3 davor. Das heißt, 1, 2, 3. Zack, 1, 2, 3. Genau. Das bringt uns aber einfach gar nichts. Weil der sich noch mitdrehen muss. Und zwar in die Richtung einmal. Also so und so. Und der muss sich einmal so drehen. Also so. Okay, jetzt fängt das an, dass wir zu wenig von den Dingern haben, ne? Was ist denn, wenn ich... Also hier kommt das her. Das heißt, ich muss die Kurve nehmen. Das ist offensichtlich. Dann muss ich hier auch eine Kurve nehmen. Das heißt, entweder gehen wir so... Oder wir gehen geradeaus, bringt ja definitiv nichts. Hier können wir auch nicht lang. Also diese beiden Felder müssen so sein. Und hier ist es völlig egal, was wir machen, weil wir nicht nach oben kommen. Das ist ja eine Brücke. Da unten kommen wir nicht hin. Das heißt, das hier ist völlig tot. Wir müssen also hier lang. Richtig? Richtig. Okay. Dann würde ich hier mal versuchen, irgendwie ein bisschen mit gut Glück... Nee, warte, wir machen das mal so. Und dann... Nee, wie machen wir das denn? Also, ich fange mal von vorne an. Da wollen wir hin. Also so und so. Dann haben wir das schon mal. Die drehen sich wieder, aber das kann eigentlich auch so bleiben, wie es ist. Nur der hier muss sich mitdrehen.
Und zwar muss der sich nach oben drehen, richtig? Also so. So muss der sich drehen. Das heißt, wir gehen jetzt hier drauf, machen den da dran, machen den ab. Machen einmal so. Jetzt ist es völlig kaputt. Lass das nochmal so, wie es ist. Der muss nach da oben gedreht werden. Das heißt, ich gehe so. Und so. Mach das dahin und mach dann so. Genau. Da haben wir nur noch einen dafür, den wir dann nochmal nutzen können. Das ist doch gar nicht schlecht. Und jetzt müssen wir noch den hier einmal drehen. Und zwar in diese Richtung hier. Also gehen wir einmal so, einmal so, einmal so und haben die Scheiße gelöst. Sehr gut. Man kann da so auch mit Logik dran gehen, tatsächlich. Da gucken wir jetzt mal jetzt die Vergangenheit des Hutes an. Oder die Vergangenheit des Hundes. Okay, da haben wir jetzt den Tischler. Was ist da passiert? Ist das sein Hund gewesen? Nee. Der hat sich vom Hund verabschiedet. Und das ist das Einzige, was vom Tischler übrig geblieben ist, oder was? Ja, er will seinem Besitzer folgen. Das heißt, wenn wir den Besitzer suchen, müssen wir die Leine aufmachen, einfach nur. Und das macht sie auch automatisch. Das geht nicht. Es ist zu fest. Wie kann ich es losbinden? Ja, scheinbar mit den Keksen. Nee. Haben wir dafür irgendwas? Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Ich möchte noch nicht. Ich möchte keine Zeit mit Olivia verbringen. Okay, wir brauchen also irgendwas, um das hier aufzumachen. Wir müssen noch irgendwas finden, was wir dem Jungen zurückgeben können. Dann kriegen wir den Hut, beziehungsweise den Hund und den Hut und laufen damit in den Wald. Das ist die Idee für die nächste Runde. Ja, und damit lassen wir es erstmal. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da oder einen Kommentar, wie du es generell gefunden hast. Auch gerne mit Details. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir Lucy wieder zuschauen und gucken, dass sie weiterhin auf der Suche nach ihrer Mutter Erfolg hat. Auf Wiedersehen, ich wünsche dir einen großartigen Tag und tschüss.